Und nein. It's okay. We have you. Oh. The gospel isn't done yet. You will report your own Alter, resurrection. Was? You will complete your gospel. Alter, was? So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outlast 2 und naja, es gibt vorher einiges zu besprechen. Ich habe mir auch schon ein Teechen hier vorbereitet. Und zwar ist es tatsächlich der Fall, dass erste technische Schwierigkeiten in Outlast auftraten. Und zwar, ich habe bereits gestern eine Aufnahme gestartet und da bin ich auch genau hier gestartet. Und naja, ich dachte eigentlich, alles war gut, Aufnahme fertig und alles gut. Naja, und dann habe ich vorhin mal nachgeschaut. Die Aufnahme hat keinen Ton. Ja. Hat mich natürlich dementsprechend gefreut. Outlast ohne Ton macht auf jeden Fall Sinn. Ja, bleibt mir absolut nichts anderes übrig, als es neu aufzunehmen. Sehr schade. Ich denke, vergesst es einfach so, ne? Ich habe natürlich auch alles vergessen, was passiert ist. Ich habe ungefähr 100 Minuten gespielt. Ungünstigerweise. ich guck mal, ob ich jetzt genauso weit komme wie, wie in der kaputten Aufnahme. Und des Weiteren musste ich ja den Spielstand irgendwie zurückstellen. Ich habe erst irgendwie gedacht, dass ich alles nochmal komplett neu aufarbeiten muss. Aber Gott sei Dank konnte ich im Kapitel zurückspringen. Hab dann aber gesehen, da gab es irgendwie zwei Optionen. Einen neuen Spielstand machen oder halt den alten behalten. Habe ich erst den alten behalten geklickt und dann den alten behalten, ist auch gut. Habe ich erst darauf geklickt und dann habe ich aber alle Notizen und Aufnahmen, die ich jetzt in der letzten Aufnahme gemacht habe, die blieben halt. So, das wollte ich jetzt irgendwie nicht. Und dann habe ich mal dieses neue Spiel ausprobiert. Dachte erst, der fängt jetzt doch ganz von vorne an, aber bin Gott sei Dank doch hier. Nur sind jetzt all unsere Aufnahmen weg. Ist sehr schön auf jeden Fall. Aber ehrlich gesagt ist es echt nicht so tragisch, weil das haben wir echt so schlampig gemacht, weil wir kaum was gefunden haben. Wie gesagt, das müsste man irgendwie mal da oben flackern ein bisschen, da. Ich muss unbedingt einmal mit Greenscreen was tun. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen und nicht lügen. Wir müssen das vielleicht in einem Stream nochmal machen oder so, wo wir dann wirklich alle Notizen sammeln oder keine Ahnung. Wollen wir uns mal halt richtig umgucken in Outlast, ja, das kann man ja eigentlich nicht machen. So, ich weiß gar nicht, hatten wir das gelesen? Ne, hatten wir nicht, wir waren ja im Schrank. Laiert, nichts ist elender, als sich selbst zu bemitleiden und ich vertraue dir, dich einer derartigen Weibersünde nicht schuldig zu machen. Wenn die Jünger, die ich dir anvertraute, Hunger, Schmerz und Angst erfahren, so ist dies eine Notwendigkeit ihrer fleischlichen Sünde und der Wille des Herrn. Ich schicke euch Speis und Wein, wie der Herr es will, und nicht mehr als das. In Visionen sah ich die Plage wachsen und unser Leiden bekam so groß, dass keiner unter uns es mehr erleiden konnte. Freue dich also, finde Trost darin, dass wir am Höhepunkt unseres Leidens sind und bald in das ewige Paradies ziehen werden. Kannst du dein Volk nicht mit deiner Zunge führen, so nutze die Fäuste deines Trägers. Papa liebt dich, Gott wird dich erlösen. Knopf. PS. Anbei ein Beutel gesalzener Grillen, die Nick so liebt. Lass sie ihm bitte zukommen und sag ihm, das sei ein Geschenk. Dass sie ein Geschenk von mir sind. Ja, sehr nett, der Papa Knopf. Es ist sehr ärgerlich, dass ich das jetzt nochmal spielen muss, aber ihr bekommt davon ja nichts mit. Und, ich verstecke mich im Schrank. Und dann würde ich sagen, nach dieser kleinen Ansprache kann es auch losgehen. Ich kann euch auf jeden Fall versichern, ich war nach dieser Aufnahme noch nicht durch. Da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was dahinter her. Das heißt, nach dieser Aufnahme werde ich sicherlich auch nicht durch sein. So. Fuck! Ciao! Oh, da geht's auch schon los, Alter. Oh no! Jetzt werden wir einfach mit Feuerpfeilen beschossen. Wo auch immer die herkamen. Man hat auf jeden Fall gehört, als ich die Tür geschlossen hat er noch einen hinterher geschossen.
Bin mir jetzt halt nicht ganz so sicher, ob der hier reinkommt oder... Hallo? Ich mach den mal ganz leise. Oh, was war das? Lal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 a. Ciao. Hallo. Ich war doch an der Tür. Geht schon gut ab. War das jetzt im Musikstück oder hat da jemand geklopft? Ich weiß es nicht. Übrigens noch minimal kränklich, deswegen ein Teechen und so. Und natürlich zur Beruhigung meiner Nerven. Den brauche ich hier. Ja, da kommt doch keiner rein, ne? Oh! Alter, wo kommen die scheiß Pfeile her, Mann? Oh! Ah, fuck my life! Raus hier! Fuck, 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 fuck. Okay, wir sind hier im tiefsten Wald des Waldes. So, und wenn ich mich recht entsinne, waren wir in der letzten Aufnahme noch in der Schule. Sind ja am Schrank wieder rausgekommen. Ich laufe jetzt hierhin, weil die Pfeile kamen von da und ich denke mir, hier ist bestimmt ganz sicher. Scheiße, ist verschlossen. Ich muss mich irgendwo verstecken. Die Fliegengeräusche, die erinnern mich gerade irgendwie an The Culling. Ich wollte schon nach Funk suchen. Okay, da kommen wir scheinbar nicht durch. Und natürlich, wie soll es auch anders sein, müssen wir natürlich genau dahin, wo die Pfeile waren. Die Musik ist so laut. Ich höre da einen laufen. Fuck. Das sind definitiv nicht meine Schritte. Da hinten. Das ist der Ork. Der Bruder von Chris Walker. Fuck my entire life. Das hört sich jetzt natürlich nur so extrem laut an, weil ich die Audio anhab. Allerdings ist es auch nicht mehr so gut. Alter, wo läuft der rum? Also wir müssen auf jeden Fall irgendwo da hinten hin. Wo ist der? Der war doch... Ist der hinter dem Haus oder ist der in im Haus oder... Kann ich halt gerade mal gar nicht einschätzen. Und wenn er jetzt ums Haus herumkommt, dann bin ich komplett am Arsch. Weil der Mond ist gerade so hell. So gut sind wir ja auch nicht versteckt. Und die sind an das Licht gewohnt. Deswegen denke ich mal, die können hier besser sehen als wir. Natürlich. Mit Night Vision holen wir das wieder raus. Ich finde das Haus da. Ist er da? Das ist ein Baumstumpf auf jeden Fall. Fuck, 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 fuck. Ich weiß nicht, ob ich in das Haus da rein kann. Und ob mir das überhaupt irgendwas bringen würde. Auf jeden Fall sind da die Fenster leicht geöffnet. Ich kann mich hier verstecken. Rein da, rein da, rein da, rein da, rein da. Uah. So, jetzt können wir ein bisschen spähen. Alter, da sieht man auch die Stacheldrähte hier. Sind scheinbar hier aufgespannt. Das heißt, auf eine Verfolgungsjagd will ich es jetzt echt nicht hinauslaufen lassen, weil wenn wir dann so
Da hinten. Wenn wir dann gestresst durch die Gegend laufen, verhängen wir uns noch safe in so einem Stacheldraht. Da habe ich ganz und gar keinen Bock drauf. Ich hasse es, mich auf meinen Hörsinn zu beziehen. Aber das ist nun mal einer der wenigen Sinne, mit denen man Dinge hören kann, sich aber nicht verraten kann. Um zu hören, muss ich keine Geräusche machen. Um zu gucken, muss ich meinen Kopf hier rausheben und dann kann ich auch angeguckt werden. Ich weiß nicht, ob wir in das Haus da rein müssen. Da ist auch noch ein Haus. Ich versuche mal... Oh, wir können hier rein. Geil. Wir können hier auch abschließen. Ich hoffe, das macht keine allzu lauten Geräusche. Leise. Oh, Batterien. Geil. Oh, oh. Fuck my entire life. Die sind direkt vorm Haus. Wir sind zu laut. Wir sind definitiv zu laut. Fuck. Lauf weiter. Ah! Fuck. Das war nur ein bisschen laut. Nachladen, nachladen, nachladen und sei leise. Hab ich wie ein bisschen verjagt, möchte ich sagen. Ich dachte, der braucht ein bisschen Zeit, um die Tür einzuschlagen. Okay. Ganz kurz gecheckt, ob das Fenster zu ist, ja. Okay. Oh. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall irgendwo da rechts hin. Fuck it. Sind wieder hier drin. Doch nicht. Alter, können die auch mal woanders rumlaufen? Läuft nur draußen rum. Jetzt nicht mehr. Der kommt hier gleich sowas von rein. Kein Schritt machen. Ich muss raus aus dem Haus. So wird das nichts. Raus, 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 raus. Alter, macht der laute Geräusche. Da hinten. Alter, in dem Haus kam ich echt nicht so gut weiter. Okay, run. Einfach loslaufen. Ah, fuck. Ich wusste, das passiert. Renn, Junge!
Lauf, 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 lauf. Fuck, 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 fuck. Okay, wir brauchen Verband. Oh! Der schießt Feuerpfeile. Wir haben keinen Verband. Das ist sehr scheiße. Nicht zurückschauen, nicht zurückschauen. Okay. Alter. Okay. Okay, okay, okay. Ich denke, das kann nicht. Die lassen nicht lange auf sich warten. Ach, da. Oh, Gott. Ich dachte, ich muss jetzt runterspringen, ganz kurz. Okay. Balancieren. Hoffen, dass wir nicht mit Feuer. Nein! Okay. Junge, mach. Schneller, 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 schneller. Nicht runterfallen. Was? Was? Wir sind gestorben? Das war so knapp. Ach Gott, ich dachte, wir müssen wieder komplett von vorn starten. Okay, jetzt aber schnell. Schnell, 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 schnell. Oh, schnell, nicht springen. Wow, das war knapp. Junge, das ist so unfair. Jetzt kämpfen die hier mit Fernwaffen, Alter. Ist der New Link oder was? Hat er damit gerechnet, dass ich... Okay, fuck, wir brauchen einen Verband. Da ist wieder einer. Ich sehe, da hinten leuchtet ein Verband. Ich häng fest. Alles gut, Junge. Fuck. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Oh, hoch da. Oh, Alter, die bewegen sich. Kommt der hier hoch? Nee, ne? Alter. Da war wieder so ein Typ, glaube ich, der uns die Beine abkaut. Zwei Stück. Kranke Bastarde, Alter. Okay. Oh, Mann! Das ist doch nicht wahr. Ja, den hat's erwischt. Ist wahrscheinlich einer unserer Vorfahren. Alter, das kann doch nicht sein. Ach, Mann, jetzt noch ein Kaktus, Alter. Müssen wir da hoch, oder was? Okay. Schon wieder einen Verband finden. Und da ist auch schon einer. Sind wir jetzt safe? Ich hoffe. Eigentlich sind wir nirgendwo safe in dem Game. Sind die ganze Zeit unter Dauerstress. Okay. Was? 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 Piss dich. Wo kam der denn her? Boah, wir werden verfolgt. Oder was? Hä? Was passiert hier? Verfolgt er uns? Er verfolgt uns. Fuck my life. Das kann nicht sein. Oh nein. Oh fuck. Ja super, jetzt hängen wir in dem Scheiß fest. Und oh, nein. It's okay. We have you. Oh. The gospel isn't done yet. Alter, was? Alter, was? Jetzt packen die uns in den Sarg, Alter. Yes. We return him to the way of sorrows. His tomb is waiting. Take him. And when he rises, we all will have our communion. Kann mich nicht befreien. Kann gar nichts tun gerade. Der Mond scheint rein. Don't. Alter. Please don't. Please don't. Wie verzweifelt der schreit, Junge. Alter, das kann doch nicht sein. Erst werden wir gekreuzigt. Und jetzt werden wir... Ja, richtige crazy Motherfucker. Jetzt werden wir für unsere Auferstehung lebendig begraben, Alter. Erinnere mich an den Film Buried. Oder Buried, wie man es schreibt. Ja, geil. Outlast ist jetzt vorbei. Überleg dir mal, du bist lebendig einfach begraben, Alter.
Er klopft um sein Leben. Alexa reagiert. Alter! Okay, wir konnten uns befreien. Aber was mich gerade ein bisschen wundert. Was mich gerade ein bisschen wundert, ist, dass die uns einfach 20 cm tief in der Erde vergraben. Da kann man, natürlich kann man sich da irgendwie befreien. Okay, die Erdmasse ist zwar schon krass, aber die paar, oder 10, 20 cm da, das ist ja gar nichts so.